Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Insider erklärt. Hier schauen wir uns Regelsituationen und Rulings ganz allgemein an und diskutieren ein bisschen darüber, versuchen ein bisschen dahinter zu steigen und zu schauen, wie funktioniert das Spiel eigentlich im Detail und wie funktionieren gewisse Situationen genau. Wir haben heute ein Thema vor uns, das uns in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen öfter begegnen wird. Es geht nämlich darum, Kartennamen zu deklarieren. Warum wird das in Zukunft öfter passieren? Naja, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir kriegen in den Tins, die wir diese Woche bekommen, eine neue Karte, beziehungsweise einen Import aus dem OCG, die da sehr gerne gespielt wird. Die nennt sich Crossout Designator und die hat folgenden Effekt. Deklariere einen Kartennamen, verbanne eine dieser deklarierten Karten von deinem Main Deck und falls du dies tust, werden ihre Effekte sowie die aktivierten Effekte und Effekte auf dem Spielfeld von Karten mit demselben Grundnamen bis zum Ende dieses Spielzugs annulliert. Du kannst nur einen Crossout-Designator pro Spielzug aktivieren. Ja, uns interessiert heute der erste Teil dieses Effekts, beziehungsweise die Kosten des Effekts. Deklariere einen Kartennamen. Crossout-Designator ist bei weitem nicht die einzige Karte, die sowas von euch verlangt. Einen Kartennamen zu deklarieren heißt eigentlich nichts anderes als eine Karte zu benennen. Das kann Kuribo sein, das kann alles Mögliche sein. Es gibt da aber ein paar kleine Einschränkungen und Infos, die ihr vielleicht haben solltet, bevor ihr die Karte hier spielt. Kommen wir mal ganz kurz noch zu den anderen Karten, die ebenfalls von euch verlangen, Kartennamen zu deklarieren. Einige davon kennt ihr bestimmt, es gibt etwa 13 Stück davon momentan. Ich habe euch mal ein paar rausgesucht, die ihr bestimmt schon gesehen habt. Geisteszersetzung ist beispielsweise eine sehr, sehr interessante Karte, eine interessante Fallenkarte. Ihr könnt einen Kartennamen benennen, die innerische Hand, werden alle Karten mit diesem Namen abgeworfen, falls der Gegner keine dieser Karten hat. Dann müsst ihr eine Karte abschmeißen. Hier kann es zum Beispiel dann ganz interessant sein, eine Karte zu nehmen, die der Gegner nicht in der Hand haben kann, um beispielsweise in eurem Dark World Deck eine Karte abschmeißen zu können. Heutzutage nicht mehr wirklich relevant, weil wir haben bessere Methoden, um Karten von der Hand auf den Friedhof zu schmeißen. Früher war das definitiv eine gute Möglichkeit, um eure Dark Worlds zu triggern. An der Stelle vielleicht noch kurz zu erwähnen, ihr könnt mit Effekten, die Kartennamen deklarieren, nur Karten wählen, die auch wirklich existieren in dem Spiel, das ihr gerade spielt. Wenn ihr also beispielsweise ein ganz normales Turnier spielt, an der Local Side beispielsweise, dann dürft ihr auch hierzulande zumindest nur Karten aus dem TCG wählen. Ihr könnt also jetzt nicht sagen, gut, ich wähle jetzt eine Karte, die es bei uns noch gar nicht gibt, wie beispielsweise heute noch Crossout Designator, das würde nicht gehen, denn die Karte gibt es bei uns schlicht und ergreifend nicht. Was hingegen geht, das dürft ihr durchaus machen, sind verbotene Karten zu nennen. Beispielsweise könntet ihr sagen, hey, ich wähle mit Crossout Designator und mit Mind Crush Topf der Gier. Das ist eine Karte, die existiert im TCG und das Spiel selber weiß nicht, welche Karten verboten sind und welche nicht. Es weiß nur, hey, die Karte existiert, die Karte suchen wir jetzt. Wenn es die Karte gibt, super, wird sie abgeworfen. Wenn sie sie nicht gibt, dann werft ihr eine Karte ab. Ob die Karte theoretisch in einem Deck sein kann oder nicht, das ist irrelevant. Was hingegen nicht geht, ist, dass ihr Karten wählt, auf denen bereits draufsteht, dass ihr sie nicht im Deck haben könnt. Das sind beispielsweise Tokens oder auch manche Turnierpromos haben den Text drauf, dass sie sagen, hey, diese Karte kann nicht in einem Duell verwendet werden. Solche Karten dürft ihr nicht wählen. Das vielleicht noch dazu. Was auch nicht geht, was kam mit Minecraft auch eine beliebte Strategie war, früher mit Dark World, ist, dass ihr eine Karte wählt, die es eben nicht gibt in diesem Spiel. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich nehme einfach den Namen einer Karte und sage Glurak. Das ist eine Karte in Pokémon TCG, die gibt's, hat aber mit dem Spiel hier nichts zu tun. Das geht selbstverständlich auch nicht. Es muss eine Karte sein, die ihr legal in eurem Deck haben könnt, ungeachtet eurer aktuellen Banlist. Die ist irrelevant. Alles andere zählt nach wie vor. Es muss das richtige TCG sein, es muss die richtige Region sein, OCG, TCG. Es muss die richtige Region auch sein, wenn es darum geht, ob eine Karte bei euch existiert. Also ihr könnt jetzt nicht hingehen und sagen, ich nehme Ihnen eine Jump-Promo, die es bei uns noch nicht gibt und nenne deren Namen, denn die kann bei euch gar nicht existieren. Und ihr dürft, wie gesagt, nur Karten nehmen, die auch in ein Deck reinkommen könnten. Also beispielsweise eine Token-Karte, eine Spielmarke würde nicht gehen, die kann sich nicht in eurem Deck befinden.
Banlists hingegen völlig irrelevant. Ihr könnt Topf der Gier mit der Karte benennen. Macht bei Crossout Designator jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn, denn bei der Karte müsst ihr nachher auch noch die entsprechende Karte aus eurem Deck verbannen, was ziemlich schwierig sein dürfte, wenn ihr die Karte nicht spielen dürft. Bei Karten wie Geisteszersetzung oder Verbot beispielsweise ist es aber durchaus möglich, die Karten zu wählen, und das ist ein absolut legales Ziel. Jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Wenn wir jetzt Karten haben, wo wir nicht genau wissen, wie die Karten heißen, weil wir beispielsweise den Namen vergessen haben oder weil Konami so clever war wie bei Raimai und Raimai, einfach nur einen Bindestrich daneben zu setzen, wie machen wir das? Stellen wir sicher, dass wir wirklich die gleiche Karte meinen? Es gibt ein paar Sachen, die ihr machen dürft, um einen Kartennamen zu benennen. Machen wir mal ein Beispiel mit Tri-Brigade Nerval. Nerval ist ein Mönchchen, das ihr momentan relativ häufig seht. Vielleicht könnt ihr euch den Namen nicht merken oder wisst nicht ganz genau, ist Nerval jetzt der hier oder der andere? Ist es das Xyz-Monster? Ist es das Link-Monster? Welches ist jetzt Nerval? Ich bin mir nie ganz sicher, welches ist. Kein Problem. Die einfachste Möglichkeit, natürlich einen Kartennamen zu benennen, ist den Kartennamen zu benennen. Wer hätte es gedacht? Wenn ihr das nicht könnt, gibt es Alternativen. Ihr dürft durchaus auch hingehen und sagen wir mal, beispielsweise sagen, hey, ich würde gern das Tri-Brigade-Monster mit dem Windattribut Stufe 1 nehmen, das ein Winged Beast ist. Das könnte unter Umständen schon reichen, um klar zu definieren, du meinst Nerval. Wenn der Gegner sich nicht sicher ist, was ihr gerade gemeint habt, fragt nach. Es ist wirklich wichtig, dass ihr mit dem Gegner übereinstimmt und wisst, welche Karte gemeint ist, dass es nicht nachher zu Unstimmigkeiten kommt. Dazu aber nachher noch kurz mehr. Ihr könnt dann auch hingehen und sagen, hey, ich würde gerne beispielsweise sagen, dass Tri-Brigade Monster, das eine Figur mit dieser Pestmaske und Flügeln und diesen blauen Kugeln auf dem Bild hat und dass ein Tri-Brigade-Monster vom Deck auf die Hand gibt, wenn es auf den Friedhof gelegt wird. Das wird auch reichen. Es ist ziemlich eindeutig, dass damit Nerval gemeint ist. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ihr müsst euch mit dem Gegner einig sein, welche Karte das ihr meint. Wenn ich jetzt sage, hey, ich aktiviere Verbot und sage Raimai, dann solltet ihr theoretisch nachfragen. Raimai, du meinst die Zauberkarte oder das Monster? Du meinst das Monster. Alles klar, super. Hier ist wirklich Fair Play gefragt. Es ist nicht die Idee, dass ihr mit irgendwelchen Namensgeschichten den Gegner davon abhaltet, ganz klar die Karte zu benennen, die ihr benennen möchte. Also nur weil er den Namen nicht kennt, ist das nicht dazu da, euch irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Klar, er muss irgendwie klar machen können, dass er das Monster meint. Das wird auch reichen, wenn er sagt, hey, das Monster, was du vor 2 Zügen auf den Friedhof geschmissen hast und das dir eine Karte auf die Hand gegeben hat, das könnte funktionieren. Wichtig ist letztendlich einfach, dass ihr euch einig seid und von der gleichen Karte sprecht. Wie ihr euch da einig werdet, ist letztendlich gar nicht mal so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, wie gesagt, nur, es muss klar sein, von welcher Karte das ihr sprecht. Es kann, wie gesagt, der Kartenname sein, es kann aber auch irgendeine Kombination aus Eigenschaften von der Karte sein, wie eben Attribut, Stufe, Angriffspunkt, Verteidigungspunkte, was es nicht alles gibt. Es kann eben auch das Artwork sein. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wie Shiba Warrior Taro heißt, könnte ich sagen, hey, dieses 2-Stern-Monster mit dem Hund auf dem Kartenbild, der ein Halstuch trägt und diesen Knochen auf der Seite hat, diesen Shiba. Und das würde auch schon reichen. Wenn ihr euch mit dem Gegner nicht einigen könnt und eure Beschreibung beim Gegner irgendwie auf Ablehnung stößt, ruft einen Judge dazu. Fragt nach. Hey, ich habe meinem Gegner gerade erklärt, ich würde gern mit Crossout Designator dieses eine Tri-Brigade-Monster wählen, das, wenn es auf den Friedhof gelegt wird, euch ein Tri-Brigade-Monster auf die Hand gibt und das diese Pestmaske trägt. Das ist ein Monster. Mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Judge wird sich das anhören, wird sagen, ja doch, das ist eigentlich ziemlich klar, er meint die und die Karte, vielleicht kennt er den Namen sogar selber, wunderbar, und die Sache ist eigentlich erledigt. Also wenn ihr euch unsicher seid, wie bei allem in diesem Spiel, habt ihr immer die Möglichkeit, einen Judge zu rufen. Solltet ihr mit der Meinung dieses Judges nicht einverstanden sein oder seid an einem größeren Event, dürft ihr natürlich selbstverständlich auch den Head Judge dazu rufen und die Decision appealen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig für Leute, die neu dabei sind. Auch die Möglichkeit besteht. Theoretisch hier jetzt in der Regel wahrscheinlich nie ein großes Thema. Ich denke, wenn ihr euch einen Judge dazu holt, da werdet ihr euch zu dritt ziemlich sicher einig werden, was gemeint ist. Ja. An der Stelle würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Einwände oder Anregungen,
lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch gerne eure Fragen beantworten. Schaut doch auch auf unserem Discord-Server vorbei. Da könnt ihr noch ein bisschen einfacher mit uns kommunizieren und auch mit der restlichen Community. Link auch dazu in der Videobeschreibung. An der Stelle, wie immer, auch ganz ein herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Supporter. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Salt Collection, Plutox, Mushroom Bros, Maskerario, Kartoffelkiste, Kaito, Hyurinmaru, Horus und Azurda für eure Unterstützung hier auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr Patreon-Supporter werden wollt, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr alle Infos und auch den direkten Link zu unserer Patreon-Page. Falls euch Patreon nicht so sympathisch ist, könnt ihr natürlich auch Kanalmitglied hier auf YouTube werden. Ihr bekommt genau die gleichen Vorteile wie die Kollegen auf Patreon. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Lasst auch ein Abo da, das hilft uns sehr und hilft euch, die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Das war's von mir für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.